Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir wollen heute zwei Entwicklungen durchführen und zwar eigentlich zweimal das gleiche, aber doch unterschiedlich, denn wir wollen zwei Barschwa entwickeln. Es war ja letztens der Barschwa-Tag, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber da habe ich ein Shiny Barschwa bekommen, mit dem bin ich jetzt gelaufen. Wie wir hier sehen, passend zu meinem Gengar-Shirt, hat sich das angepasst. Und wir sind insgesamt jetzt 23,5 Kilometer gelaufen. Jeder normale Mensch würde wahrscheinlich jetzt die 5 Kilometer noch fertig laufen, um noch einen Bonbon zu bekommen. Aber nicht der Ramses, der entwickelt nämlich einfach so mal sein Shiny Barschwa. Oh, jetzt wollte ich den Kumpel entfernen. Das wäre natürlich dann richtig behindert gewesen. Und ihr seht, es ist nicht nur ein Shiny Barschwa, es ist ein Lucky Shiny Barschwa. Das hat den Vorteil, dass ich also den Pokédex-Eintrag gleich Lucky noch voll bekomme, genauso wie den Shiny-Beitrag dazu. Und das möchte ich ja immer haben, ist ja immer mein Ziel, dass ich im Pokédex den wirklich komplett vollständig habe. Die männliche, die weibliche Form, den Lucky-Hintergrund und natürlich das Shiny-Symbol dabei. Aber wir entwickeln das jetzt einfach mal. Es steht auch hier unten drunter. Geh mit deinem Kumpel spazieren. 20 von 20 ist schon dabei. Deswegen entwickeln wir das einfach mal zum Shiny Lucky Milotic. Ist noch Level 15, da ist nichts gepusht, gar nichts. Das kam so aus der Quest mit Level 15. Die EV waren jetzt nicht so berauschend. Da brüllt was durch die Gegend. Und das sieht doch richtig edel aus, auch mit dem Hintergrund noch dazu. Und da brüllt es rum, das werde ich vielleicht, nein, das nicht natürlich, aber das andere, denn wir haben noch eins, das ist ja das Besondere, jetzt muss ich mal gucken, wenn ich Glück habe, ist eins sogar männlich und eins sogar weiblich, was heißt, dass auch da Milotic mit beiden Sachen im Pokédex eingetragen wäre. Ich hatte ja schon mal eins entwickelt, vielleicht ist das eh schon voll. Das ist jetzt hier also ein männliches. Ja, jetzt müssen wir den Buddy also noch wechseln, das machen wir natürlich hier auf Buddy wechseln, genau, alle bisherigen Fortschritte gehen verloren. Scheißen wir mal auf das eine Bonbon, geben mal ein, jetzt ist das GPS schon wieder weg, Barschwa, und da haben wir 200er, das eine mit 117, genau, das ist aber auch nur Level 15, aber wir haben noch ein besseres mit 227 WP. Das werden wir jetzt einfach zum Buddy machen, mit dem nochmal 20 Kilometer laufen. Und wenn wir dann die Bonbons zusammen haben, beziehungsweise die Kilometer zusammen haben, Bonbons haben wir ja genug, werden wir das auch noch entwickeln und auch maxen. Das kommt nämlich dann auch knapp auf 3000. Nur ein 100er kommt, glaube ich, über die 3000, deswegen ist es bei dem so wichtig. Aber es ist jetzt eingetragen als Kumpel, jetzt ist es halt nicht mehr passend zum Shirt, außer ich kleide mich jetzt anders. Aber wir lassen das jetzt einfach mal drauf. Der sieht eigentlich richtig genial aus, natürlich. Der schwarze Bruder von Carbador, der böse Zwilling. Aber wir melden uns gleich zurück, wenn die Kilometer voll sind und wenn wir das auch noch entwickeln. Also bis gleich. So, da sind wir zurück zum zweiten Teil. Und ihr seht, die Bonbons, ja, das GPS ist wieder mal weg. Jetzt weiß ich, wie Spieletrend sich fühlt. 22,4 Kilometer, also 2,4 Kilometer zu viel gelaufen. Ich habe es natürlich verschwitzt, das dann zu entwickeln. Das wollen wir aber jetzt machen. Deswegen gehen wir mal auf den Kumpel und werden den entwickeln. Das 100er Barschwa noch zu Milotic entwickeln für 100 Bonbons. So, dann machen wir den Ton noch ein bisschen höher. Und weil wir so gut dabei sind, werden wir es noch ein Stück hochziehen. Oder wollen wir es direkt maxen? Das können wir uns mal anschauen. Ich glaube, das braucht ja wirklich 100%, um über die 3000 zu kommen oder beziehungsweise genau die 3000 zu erreichen. 666 Barschwa-Bonbons. Das können wir so nicht stehen lassen. Da werden wir noch ein bisschen was pushen und melden uns dann gleich zurück bei den letzten zwei Pushs. So, und da sind wir zurück. Die letzten zwei Pushs stehen noch aus. 15 Bonbons jeweils und 10.000 Sternenstaub. 2984. Mit dem ersten und mit dem zweiten 3005. Bam! Und jetzt habt ihr also das Maximum erreicht: 100% Milotic auf Level 40 mit 3005 WP. Drachenrude Surfer. Ja, bei den
bei den Attacken kann man sicherlich nochmal was machen. Wir lassen das jetzt erstmal so. Habt ihr auch schon ein 100er Barschwa? Habt ihr ein Milotic entwickelt? Habt ihr ein Shiny Milotic entwickelt? Habt ihr ein Shiny Barschwa? Habt ihr eins hochgezogen? Wie findet ihr das Pokémon allgemein? Wie gesagt, schreibt eure Meinung mal drunter. Und ja, das war's jetzt von mir. Komische Folge, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich im ersten Teil gesagt habe, weil ich den zweiten Teil jetzt einfach 10 Jahre später gedreht habe. Aber ihr werdet es natürlich wissen, weil ihr es ja jetzt direkt guckt. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.